So werde ich die tapfere Ronin in Erinnerung behalten, wie sie grinsend ins Herz der Hölle rast, die mächtigste Bombe aller Zeiten an Bord. Kung Lung, die Kriegerin, die Piratin, die Anarchistin, der rote Drache, brachte das stählerne Herz des Ungeheuers zum Schmelzen. Sie war noch nicht in den Schockwellen des tobenden Plasmas verglüht, als ich bereits begann, sie zu vermissen. Die mächtigen Schockwellen des explodierenden Brückenkopfes ließen unsere schwersten Schlachtschiffe wie hilflose Quallen im Meerwasser schaukeln. Wasser, das durch die frei gewordene Energie zu kochen begann. Wasser, das für Sekundenbruchteile die Konsistenz eines salzigen Gels annahm, aufzischte und brodelte, während seine mineralischen Bestandteile ausflockten und dem Meeresboden entgegensanken. Danach quollen frei gewordene Gase in mächtigen Blasen der Oberfläche entgegen. Einer Oberfläche, die wir wohl niemals sehen werden. Eine wilde, unbekannte, von Gift und Strahlung zerfressene Oberfläche. Ein unerreichbares Paradies voller höllischer Gefahren. Für die einen im Begriff archaischer Schrecken, für die anderen das Ziel auf der Suche nach dem verlorenen Ursprung. Ich salutierte müde vor General Cox und heuerte ab. Die Triton zog mit den anderen Schiffen in heimatliche Gewässer, während ich noch etwas in der stillen Dunkelheit verweilte und auf das unhörbare Echo der letzten Schlacht wartete.